Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Mittwoch, dem 16. März. Ich grüße Sie ganz herzlich und wir wollen wieder gleich in den Markt uns stürzen. Heute Abend ja bekanntermaßen Fed-Event, darum auch gestern die Volatilität eher überschaubar, wie das eben teilweise vor Schrägstrich an solchen Tagen ist. Wir dürfen heute wieder 19 Uhr, 19:30 Uhr die amerikanische Notenbank erwarten. Und ja, inwiefern es da natürlich wieder neue Statements gibt zu ihrer Zinspolitik, das wird interessant sein zu beobachten. Wie gesagt, 19 Uhr der Entscheid selbst. Da wird jetzt nichts weiter erwartet, aber hier die Fed-Pressekonferenz, da geht es eben hier speziell dann eben darum, wie das aussieht in Zukunft, sprich, wird die Notenbank hier ihre angedachte Zinsstrategie in Sachen weiterer Leitzinsanhebungen fortsetzen oder eben nicht und in welcher Frequenz wird das stattfinden und. Also viele Punkte, die geklärt werden müssen. Wir haben hierbei heute den kanadischen Dollar gegenüber dem japanischen Yen im Visier, den ich auch gestern schon ankündigte, vorsichtig, denn wir haben hier eine gewisse saisonale Relevanz, die immer wieder auch von Interesse ist und sein darf, denn wir haben eben bekanntermaßen hier immer wieder auch gerade unter Swing- und Positionstrading-Gesichtspunkten eben interessante Setups zur Beschau. Und da ist der kanadische Dollar gegenüber dem japanischen Yen auffällig geworden. Warum? Weil wir haben hier, und da füge ich gleich mal die Stats ein in das aktuelle Bild. Wir haben hier während der letzten 21 Handelsjahre, hier geht es wie gesagt um Swing Trades auf Tagesbasis, hier haben wir eine Häufigkeit gesehen von eben 16 Gewinnern, was ergo hier zu einer Quote, zu einer Profitabilitätstrefferquote von über 75% führt. Das ist sozusagen der Filter. Die Werte müssen hier über 75% liegen. Es gibt natürlich auch durchaus Werte von 80, 85 und auch teilweise 90, aber hier eben hier 75% sieht ganz gut aus. Und wir sehen, dass wir hier seit 1995 im Prinzip hier eine Tendenz haben, die hier den Bias für einen Long unterstellt. Also speziell der kanadische Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Interessant mit Einstiegsparametern. Sie können es hier an den Daten sehen. 16.3. ist hier sozusagen gemittelt. Je nach Schaltjahr oder Kalenderjahr ist es dann auch so, dass man hier eben den 18., 17. nimmt. Aber ergo auch Ende der ganzen Geschichte ist hier technisch gesehen im Schnitt am 5.4. Es handelt sich also hier um knapp 14 Tage Trading Days, die sozusagen hier dann interessant sein dürften. Und wir haben eben hier eine zum durchschnittlichen Gewinn, durchschnittlichen Verlust, sehr, sehr attraktives Verhältnis. Wir haben auch hier, wie gesagt, eine große Trefferquote und das alles in Summe gepackt, wenn wir das mal hier nach unten scrollen, ergibt über die letzten 21 Jahre eben hier mit nur 5 Verlierern die Quote von 75%. Und da sehen wir eben hier zuletzt der letzte Verlierer im Jahr 2012, wenngleich auch hier marginal sozusagen gab es diesen erst und dann haben wir seither, wenn wir die letzten 21 Jahre eben mal kumuliert aneinander rein in Sachen PIP-Performance während dieser Zeit, während dieser knapp 14 Handelstage, sehen wir, dass wir hier eine doch schon sehr, sehr interessante Erscheinung haben im Sinne von immer wiederkehrender bullischer Sequenzen. Ob das natürlich dieses Jahr so Einzug hält, das darf man mal gespannt abwarten, aber hier rein saisonal gesehen sieht das schon mal sehr, sehr interessant aus. In Zukunft werde ich Ihnen da hier auch an dieser Stelle noch ein Stück weit immer was von gewissen Währungsstärken darstellen, die hier praktisch auch die saisonalen Setups im Sinne einer Momentumbewegung unterstreichen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant noch als zusätzliche Ergänzung. Denn man sollte natürlich die saisonalen Pattern immer auch noch mit dem aktuellen Geschehen abgleichen. Ergo, was heißt das? Wenn wir uns jetzt mal den Live-Chart anschauen hier drüben, kanadischer Dollar gegen japanisch Yen, hier übergeordnet in einem Abwärtsimpuls, ganz klar, das läuft schon seit einiger Zeit, hier auch eine kurzfristige Abwärtstrendlinie, die hier im November letzten Jahres touchiert wurde. Wir sehen aber seit Januar hier so ein Stück weit den Versuch einer Bodenbildung, also die letzten Tiefs hier sozusagen nicht weiter unterschritten. Kann man jetzt hergehen mit einer schrägen Trendlinie, da sehen Sie aber eben die Krux an schrägen Trendlinien. Wie legt man sie denn nun an? Ich halte es generell so, dass ich hier möglichst viele Auflagepunkte versuche zu erwischen. Die Linie dient mir hier aber als grobe Tendenz und die zeigt eben jetzt hier auch ganz klar nach oben. Gut, wir sehen auch hier ein Level um 84 Yen, 83,95. Und das ist erstmal ein kurzfristiges Support-Level, was auch als solches angesehen werden kann. Dazu kommt, dass wir auch hier nochmal so eine Trendlinie in den Chart legen können.
Und das heißt also kurzfristig auch hier durchaus bullisches Momentum. Die Saisonalität, wie gesagt, spricht für weiter anziehende Preise. Jetzt muss es eben auch nur noch dazu kommen, dass das Ganze sich auch umsetzt. Und das könnte man hier spekulativ mit einem Long-Versuch wagen. Allerdings, wie gesagt, wir haben heute Abend die Fed-Sitzung. Bank of Japan war ja gestern. Das ist noch ein Stück weit ein Störfeuer, wo man eben überlegen muss, ob man hier im Laufe des Tages schon einsteigt. Rein von der Präferenz ist ja der 16.3., wenn man das Einstiegsdatum deklariert, immer der Schlusspreis gemeint. Also 23, also zwischen 23 und 0 Uhr, sprich, wenn die neue Session beginnt, die neue Tagessession. Ist das interessant? Und insofern könnte man dann versuchen, eben den Close zu handeln oder eben hier den Ausbruch auf neue Hochs. Das zeigt auch hier im Chartbild, dass wir dann sehr interessante Szenarien vor uns haben, denn wir haben hier die Widerstandslevel und eben den Abwärtstrend seit 2015, hier vom Sommer. Und das ist hier schon ein Widerstandscluster, das, wenn denn hier aufgelöst werden würde, jetzt müssen wir uns kurz noch die Ellipse mal reinholen. Wenn der Markt, das Währungspaar vielmehr, es schafft, hier nach oben auszubrechen, wäre das auf jeden Fall ein bullisches Momentum. Und das könnte dann, wenn wir hier mal die Parameter nehmen, eben heute hier den 16.3. Das Ganze geht ja bis zum 5.4. Sogar kurzfristiger, da ist immer. So, das wäre das saisonale Pattern. Also bis hier und im Prinzip weiter steigende Preise. Und bei Ausbruch kann es danach natürlich auch noch weiter raufgehen. Aber lassen Sie mich den Pfad mal hier kurz ein Stück weit verkürzen. Denn angedacht ist das saisonale Pattern, wie gesagt, nur bis dahin. Und was dann passiert, steht in den Sternen. Rein technisch wäre ein Pullback möglich und dann eine weitere Aufwärtsperformance. Wäre, wie gesagt, möglich. Das muss man sich anschauen. Hierbei auch immer wieder den Ölpreis betrachten, der ja mit dem kanadischen Dollar unmittelbar im Kontext steht. Die Korrelation hier sehr, sehr hoch. Also eine weitere, neuere, starke Ölpreisschwäche dürfte auch den kanadischen Dollar weiter belasten. Ergo dann im Umkehrschluss auch wieder darauf achten, dass der Yen ja als sicherer Hafen gilt, als Fluchtwährung. Also wenn die Aktienmärkte wieder in einen Korrekturmodus gehen, dann dürfte der Yen per se auch aufwerten und hier den kanadischen Dollar gegenüber dem japanischen Yen wieder zurückdrängen. Das sind Punkte, die muss man auf jeden Fall berücksichtigen. Aber wir haben eben hier den saisonalen Rückenwind und mit einem Ausbruch hier über das Level von 86,25 wäre das bullische Setup interessant. Bis zum 5.4. eben, ja genau, 5.4. eben. Oder eben, wenn man dann sogar noch ein Stück weit weitergehen wollte, technisch dann richtig interessant, unabhängig der Saisonalität oberhalb von 87,50 Yen. Dann hätten wir hier auf jeden Fall Spielraum bis 91, 92 Yen. Das muss man auf jeden Fall mal im Kalkül halten und sieht, wie gesagt, recht interessant aus. Aber hier, es fehlt, wie gesagt, noch der entscheidende Ausbruch auf ein neues Hoch. Und insofern hier noch nicht ganz klar, aber der Hinweis, dass das saisonale Setup zumindest mal stimmt. Wir haben, wie gesagt, hier einiges an Pips zu erwarten. Die Möglichkeit, dass das Ganze hier sich während der nächsten Jahre auch weiter fortsetzt, ist durchaus gut. Dazu bedarf es aber, wie gesagt, einer Profitabilität von über 75%. Ergo, es sollte jetzt nicht noch ein Verlustjahr folgen, dann würde das Pattern rausfallen. Haben wir dieses Jahr, also dann praktisch das 22. Jahr, hier nochmal mit einem 17. Gewinner im Abschluss, dann würde das Pattern zum Beispiel im nächsten Jahr wieder auftauchen. Und das sieht meines Erachtens eben hier durchaus interessant aus. Also mal den kanadischen Dollar gegenüber dem japanischen Yen im Fokus halten. Die Chancen, dass wir hier ein saisonal bullisches Setup bekommen, sind durchaus gut. Wann wird das Setup kippen? Generell, ja, man muss natürlich dem Ganzen ein Stück weit Spielraum erlauben. Wenn wir uns jetzt hier nochmal das Pattern anschauen, auf der Südseite durchschnittlicher Gewinn 280 Pips, durchschnittlicher Verlust 196, wäre dann ergo hier unten anzusehen, technisch auch ganz klar, wenn wir hier unter das Niveau von 82 gehen, dann sicherlich hier eher der bärische Bias zu bevorzugen. Das muss man auf der Pfanne haben. Wenn dies geschieht, dann also der Markt sich jetzt hier nicht nach oben aufmacht. Hier kleine Ranges darf man natürlich haben. Das heißt ja hier in der Zeit vom 16.3. bis 5.4. kann viel passieren. Die Volatilität auch natürlich nach unten und oben, aber es sollte hier nicht tunlichst unter 82 Yen gehen. Wenn dies geschieht, dann muss man hier durchaus interpretieren, dass das saisonale Setup ohnehin hinfällig ist. Hier oberhalb immer noch Chancen, dann nach oben zu drehen. Und wie gesagt, mit dem heutigen Schlusspreis eigentlich auch der Bias während der letzten 21 Jahre
generell positiv. So dann, liebe Zuschauer, das wäre es dann auch schon gewesen für heute, für unseren kanadischen Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen dann ein Stück weit Einblicke liefern, wenn Sie mögen. Heute Nachmittag schauen wir uns noch ganz andere Währungspaare an zum JFD-Devisenradar-Webinar, 1 Stunde 15 bis 16 Uhr. Da gibt es wieder ein Stück weit was mehr und dann schauen wir mal, wie die Märkte sich bis dahin entwickelt haben. Ansonsten abwarten, was heute Abend passiert und bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal viel Erfolg bei Ihren Handelsgeschäften. Auf bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.